Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde The Infected. Schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt im Rahmen der Möglichkeiten. Ich kriege die Sachen schon alle gar nicht mehr unter. Also hier, ich kriege das Glas nicht unter, ich kriege die Lehmerde nicht unter, ich kriege die Mechanikteile nicht unter, weil voll. Heißt, ich müsste das Lager vielleicht nochmal anders gestalten. Das heißt, mit anderen Worten, ich würde vielleicht noch eine Kiste dazusetzen tatsächlich. Und das machen wir eigentlich auch direkt mal, bevor ich es gleich vergesse. Denn ich hätte wirklich gerne mein Inventar frei. Auf der anderen Seite muss aber auch gesagt sein, letztendlich tut es nicht Not. Weil sobald ich wieder anfange, irgendwas zu bauen, ist eh wieder alles weg. Oh! Hupsi! Das denn jetzt her? Egal. So, Mike. Viel Spaß beim Holzfällen. 8 Bretter wollte ich haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann mache ich jetzt nämlich eine Kiste speziell für die elektrischen und mechanischen Teile. Vielleicht würde ich dann auch die Kabel da noch mit reinpacken. Hier, mechanisch, elektrisch, Kabel. Ja, das fällt mir so schon mal ganz gut. Mechanisch. Caps Lock, da ist er wieder. Mechanisch, elektrisch. Ja, ein bisschen eng, aber passt schon. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch den ganzen Sand. Den würde ich dann vielleicht einfach mit dem Lehm zusammenpacken, um uns noch ein paar Ziegel zu machen. Hier, das wird gleich wieder aus meiner Inventar rausfliegen, oder? Nein? Oho! Nice. Ich dachte jetzt, das wird schlimmer. Zack, 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 zack. Machen wir nochmal das Ganze. Weil wir werden später ja, wenn wir das Haus ein bisschen aufwerten wollen, auch nochmal über gewisse Kontingente von Ziegeln verfügen müssen, bevor hier irgendwas anständig funktioniert. Und so kriege ich die zumindest gestapelt. Gut, vielleicht sollte ich auch meine eigene Sandkiste machen. Auf jeden Fall, wir werden heute bei der Händlerin nochmal vorbeischauen. Ich habe ja noch so viel mehr Platzprobleme hier. Und zwar würde ich dann bei ihr vielleicht verkaufen. Auf jeden Fall die Eier. Haben wir gar nicht so viele. Ein Stack Erste-Hilfe-Equipment auf jeden Fall. Wir haben so viel. Genauso wie die Verbände. In den Mengen brauchen wir sie einfach nicht. Genau, ich mache jetzt hier meine Händlerkiste fertig. Pflanzlich kann ich die Pflanzen... Nee, will ich nicht haben. Windmulch will sie auch nicht haben. Ja, Samen würden gehen. Nehmen wir doch mal eins der Kürbissamen. Haben wir es nicht haben. Erze. Bö. Das behalte ich auch. Ja, das behalte ich auf jeden Fall. Mal 3 Stacks Dosen dazu. Mal noch was. Hier Bleierz. Könnte sie ja auch noch gut haben. Nee, das dürfte reichen, um die Händlerin soweit glücklich zu machen.
Ich habe noch ein paar Kartoffeln für Mike. Der freut sich doch, wenn man ihn mit rohen Kartoffeln füttert. Ich nehme als Tausch auch die Melone, dann muss er sich damit nicht rumquälen. Nur für den Fall der Fälle, dass jemand da jetzt Angst vor hatte. Dann habe ich hier schon unseren Treibstoff reingefüllt, aber ich habe doch gar nicht geguckt, was wir an Ärzten mittlerweile wieder haben. Joa, das taugt was. Und ich bin damit ziemlich überladen, würde ich mal behaupten. Mhm, war klar. Welche Überraschung? Ja, 95, das ist okay. Ich würde einfach mal sagen, ich bringe die Sachen jetzt irgendwie mal in den Ofen. Beziehungsweise in die Ärztekiste. Schnapp uns die Händlerkiste und ich hole euch gleich dazu, wenn wir uns auf dem Weg zur Tür raus befinden. Ich werde auch nochmal ein Schläfchen machen, dann haben wir Tageslicht und dann passt das schon. So. Ja, du auch. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe geschlafen, Inventar wieder aufgeräumt, ein paar Erze angestoßen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Geld scheffeln. Ja, ist Geld scheffeln. So viel Geld bekommt man hier in diesem Spiel ja gar nicht raus. Aber ein bisschen was werden wir jetzt rausschlagen. Ich meine, die Händlerin war ja in irgendeiner unserer direkt benachbarten Orte. Und entsprechend fahre ich jetzt einfach mal. Jo, genau so steil habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. Ja. Moment, muss auf die Map gucken. Ja, hier oben wahrscheinlich ist sie das. Wenn nicht, ist es die dazwischen, aber dann weiß ich es auch. Ah. So, einmal links. Schön mit dem großen Auto. Wir können dann eigentlich auch die Ortschaft, wo sie sich befindet, auch nochmal ganz gemütlich mit looten, wenn wir eh schon mal da sind. Und danach machen wir zu Hause ein, zwei Bauprojekte, wie zum Beispiel ein Dach. Mal für Mike eine schöne Station, wo er die Steine abladen kann, damit wir richtig schöne große Vorräte haben. Aber ganz wichtig wäre mir noch der Stall. Und für den Stall tatsächlich auch noch Ziegen. Das ist ja so ziemlich das einzige Besondere, was wir vom Stall aus rauskriegen. Ziegen. Die Ziegenmilch. Wir können ja auch Hühner halten. Geht auch ganz gut. Die geben halt Eier. Eier kriegen wir allerdings auch beim Looten ziemlich gut hinterhergeschwimmen. Entsprechend sehe ich das nicht so kritisch und nötig. Aber Ziegen wären richtig geil. So rein optisch sind die Gebäude richtig. Weil sie hat in solchen Locations gewohnt, also optisch. Ah, ich glaube, links ist sie. Mach mal Motor aus. So, dann lass uns doch mit dem Looten eigentlich anfangen. Was mich gerade noch ein bisschen stört, ist, dass ich meine Lebensleiste nicht sehe. Da, ich müsste vielleicht einfach das Spiel neu starten, dann würde ich sie wahrscheinlich auch wieder sehen. Wir haben 34, ei. Das hätte auch echt in die Hose gehen können. Wäre natürlich ein toller Start für die Folge gewesen. Jetzt mit der großen Tasche. Oh, sehr geil. Ja, definitiv. Die alten Locations haben eine deutlich höhere Chance auf irgendein Loot. Das finde ich ja schon mal richtig gut. Das heißt, unsere Taschen werden hier einfach nur viel schneller voll werden. Aber wahrscheinlich dafür insgesamt nicht so voll. Weil es einfach deutlich weniger Lootspots sind. Ah, ich glaube, das kommt so hin. Wir haben unsere Taschen hier schneller voll. Insgesamt, aber zum Beispiel das Auto kriegen wir nicht direkt voll mit der Ortschaft. Das glaube ich nicht. Dafür ist zu wenig los. Hey.
Also mit der alten Taktik wäre ich jetzt schon überladen, mal abgesehen vom Gewicht. Nice. Hier gab es doch immer Melonen, ne? Jo. Moment. Oh. Handwerker sind da. Ich muss mal kurz Pause machen. Bin gleich wieder da. So. Sache erledigt. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Looten. Merke ich schon. Ist in Ordnung. Machen wir einfach weiter damit. Oh, sind wir hier fertig gewesen? Oh, nein, waren wir nicht. Hier sind noch Federn drin. Oh, der Rucksack ist ja echt geil, aber praktisch ist halt trotzdem voll. Schade aber auch. So. Hier nochmal die Garage. Noch ein Erste-Hilfe-Kit. Das ist ja schon ganz... Ah ja, da freut sich doch die Händlerin drüber. Ich wollte sie gerade schon Yen nennen, aber das ist wieder falsches Spiel. So, hier machen wir erstmal wieder eine Zumüllecke. So, hier ist meine Verkaufskiste. Ich wollte auch Kartoffelpaste verkaufen. Also wir werden einiges an Geld hier mit nach Hause nehmen. Oh, waren wir hier schon drin? Ja! Cool. Dann an das Auto. Dann Ei. Freut sie sich drüber? Hinten muss ich. Ja. Ja, warum nicht? Ah ja, ich habe meine Lebensmitteltasche voll. Ich bin ja schon mit vollen Taschen losgezogen. Weil ich jetzt nicht wusste, wie viele Nährstoffe wir beim Schlafen in etwa verlieren. Deswegen hatte ich meine Sachen dahingehend schon vollgepackt vorher. War scheinbar ein wenig unnötig. Aber das ist in Ordnung. Ich habe lieber ein bisschen zu viel Lebensmittel dabei als zu wenig. Oh, esse ein bisschen Melone. Dass wir hier schon wieder so viele Eier kriegen. Ach, geil. Falsche Seite. Ein Haus haben wir hier noch. Nehmen wir mit. Und danach geht's zur Händlerin rein. Oh, Eisenerz. So, gut. Haben wir auch schon länger nicht mehr so viel gefunden. Schön, kaum es mal an den alten Spots gibt es wieder Melone und Mast. Das ist ja geil. Ah, ehrlich. Oh. Ja, verkaufen wir gleich noch ein paar Verbände wieder. Oh, super. Und das war's. Oh. So, ich blute schon mal wieder. Das ist in Ordnung. Ich habe ja genug Verbände. Live-technisch. Oh, das regeneriert sich schon wieder. Passt schon. Das heißt, ich sortiere hier nochmal aus. Verkaufen tue ich diese Knochen auf jeden Fall. Kommt die Dosen gleich mit. Oh,
Sachen zurück, Dosen zurück, Stein weg, Verbände verkaufen. Passt so. Dann bist du die Kiste für die Händlerin? Jo. Let's go. Oh. Dann lass sie halt vor der Tür stehen. Ich hätte gerne ein bisschen Geld. Verkaufen. Zack, 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 zack. Hier, nimm das Fleisch. Verkaufen. 7 Münzen gab das jetzt. Wow. Das Spiel ist so großzügig mit dem Geld. Interagieren? Ich kann bei ihr... Oh! Cool. Verkaufen. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Jetzt gibt's Knete. Yeah. Schade, die Barren darf ich nicht mitnehmen. Hat aber auch. So, hier, die letzten Eier noch. Das heißt, wir haben hier langsam mal Geld und es ist die Frage, geben wir es direkt aus für irgendwas? Wir haben jetzt 100. Hey. Damit könnten wir uns natürlich Gemälde leisten. Stellpflanzen, hier ganz viel Dekokram. Ah, geil. Praktisch fände ich natürlich die Batterien, den Generator, die geilste Werkbank. Hey, alles so viel geil. Ich denke nochmal drüber nach, ob wir uns die Gemälde gönnen. Jetzt für heute haben wir aber ganz gut was erreicht. Vorher haben wir auch gleich wieder ordentlich Loot mitgenommen. Das ist eigentlich das Geilste gerade daran. Ich würde einfach mal sagen, ich fahre kurz alleine wieder zurück. Wir sehen uns gleich zu Hause wieder. So. Das sind wir. Muss mal kurz zwischen den Bäumen wieder durch. Jetzt sollte ich mir meine Straße hier anlegen, damit das besser klappt. Hopp. Guck mal, da sind wir. Schön. Mike hatte derzeit wahrscheinlich alles wieder aufgefüllt. Oh, ich kann das mitnehmen. Und bin nicht mehr überladen. Wunderbar. So. Wir haben Ordnung. Batterie? Ah, speichert noch. Mache ich die doch einfach wieder an, ne? Aha. So. Wir haben mechanisch-elektrisch bestimmt. Genau, haben wir. Wunderbar. Crafting-Zeug. Zack, zack. So, ich genieße es eigentlich gerade sehr, dass wir hier Ordnung haben. Brach er und stolperte über seine Unordnung. Das Übliche halt. Pflanzlicht. Zack, 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 zack. Tierisch. Zack, zack. Ach, das ist voll. Wir sind relativ voll dabei, auf jeden Fall. Dürfte aber kein Problem sein. Komm mal her. Oh, ich krieg die
machen alle rein. Oh, ist das gut. So, dann nehmen wir einmal Erze hier raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe wahrscheinlich noch welche im Winter gehabt, aber egal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Machen hier nochmal ein bisschen was rein. Cool. So. Wir haben so viel da. Lehmglas. Ah, das habe ich doch noch rübergekriegt. Ich bin begeistert. So, was Erze angeht, die müssen wir einfach mal langsam verbraten alle. Bin jetzt immer überlegen, ob ich die Eisenerze langsam auch mal tatsächlich verwende, um Eisenbarren herzustellen. Weil wir ja grundsätzlich relativ gut dabei sind. Und wir haben eh mehr Stahl, als wir unterkriegen können. Grundsätzlich wollte ich allerdings ja auch, dass wir von jedem Barrenregal mal zwei gehabt haben. Stelle ich das hier unten hin? Das wäre hier schon mal Stahlbarrenregal 1. Ich brauche jetzt einfach direkt ein zweites. Da war es leider schon ziemlich perfekt. Komm, viel besser wird es nicht. 15 Bretter und ein paar Nägel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nägel müssten wir hoffentlich in der Kiste haben. 15. Das ist, glaube ich, genau die Zahl, die ich brauche. Jo. Nee. 10. So. Und jetzt packen wir hier mal raus unser Stahl. Muss ja nicht sein, dass wir das da noch lagern. Hier schon wieder fertig. Geil. 1, 2, 3, hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt mache ich ja doch schon wieder Eisen. Jetzt habe ich mich verklickt. Egal. Wird Schlimmeres geben. Da habe ich drin. Geil. Da müssten wir jetzt hier nämlich Platz haben, um ausschließlich Erze reinzupacken. Gut, das heißt, diese Kiste können wir eigentlich schon wieder getrost aufräumen. Gut. Stahl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir nochmal 9, 10. Dann haben wir die nächste Ladung auch fertig. Machen wir gleich richtig schön Barren hier. Werden ein bisschen Aluminium nach oben hinpacken. Ich werde auch einen Mineralextrahierer noch anzeichnen. Weil immer gut. Acht Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein paar Nägel können wir gleich haben. Machen wir uns einfach neue. Das ist ja das kleinste Problem. Dann mache ich das zweite Stahlregal jetzt einfach voll. Und danach würde ich sagen, können wir die Eisenerze auch einfach verwenden für Eisenbarren, auch wenn es absolute Verschwendung ist. Eieiei. 2, 3, 4, 8, 9, 10. Einen davon brauche ich wieder. Nägels. Herstellen. Einen Barren folgen. Nice. Boah, ich bin gerade so glücklich eigentlich darüber, wie gut es uns hier eigentlich schon wieder geht.
nur 200 Eisenbrocken lagern. Nur. Oh. Ich glaube, die 1000 Sand sollte ich vielleicht nicht so einfach einlagern. Verflucht! Geschickt eingefädelt hier, ne? Ich mach mal ein bisschen Glas draus. Ich glaube, ich mach wohl doch nicht so viel Glas draus. Ist ja schrecklich. Ein bisschen was. Oh, guck mal. Schadet ja nicht. Gut, Sand. Ja. Ich möchte sie jetzt nicht alle einzeln rausklicken müssen. Ich werde jetzt einfach dort drin, was an Sand gespeichert ist, einfach vernichten. Ha, Sand wegwerfen. So, jetzt ist der Sand weg. Und dann hätte ich gerne jetzt die Eisenbrocken. Jetzt darfst du wieder angehen. Genau. Gut. Wir werden einiges an Sand haben. Glas. Überlegen, wofür? Da fällt uns bestimmt was ein. Würde ich auch eine eigene Glaskiste machen. Komm, ich nehme die auch wieder mit hier. Eigene Glaskiste finde ich gar nicht schlecht. Wenn wir mal was aus Glas machen wollen, haben wir dann direkt was da. So. Und warum sollten wir geizen, ne? Halt nur ein bisschen überladen. Na komm. Oh, jetzt nicht mehr? Machen wir das so. Oh, scheiße. Ganzes Lager, Glasregal, ja, warum nicht? Was? So. So, dann nimmst du nur noch Lehm? Oh, ich habe mich jetzt mehrfach schon bei Capstock beschwert. Das wird eher alles groß geschrieben da dran. Das ist irgendwie egal. Glas. Ist okay. Nehmen wir die Sachen hier auch wieder raus. Die Bretter wieder weg. Das ist geil. Wir können Fenster bauen, oder? Die geben ja bestimmt auch Glas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Passt schon. So. 1, 2, 3. Auf jeden Fall haben wir mittlerweile wirklich genug zum Bauen noch wieder da. Ich freue mich schon drauf. Hey, Glas, cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja, ich zieh das jetzt durch. So. Beziehungsweise ich werde das hier umlagern. Ich würde ja gerne mit euch noch den Mineralextrahierer aufsetzen, den nächsten. Machen wir. Das heißt, ich lagere das tatsächlich einmal kurz aus hier. Hey, Glas, Sand, das passt ja in eine Kiste. Das ergibt ja irgendwie Sinn. Hier, machen wir es hier aber auch einmal hübscher. Oh. Wir brauchen davon ein paar. 13 Stück noch. Ist kein großes Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, da sind sogar 13 Stück hier drin. Begeistert. Gut, müssen wir warten, bis es fertig ist. Kein Problem. Immerhin haben wir ja hier die Möglichkeit. So, dann mach mal. Ha? Sand weg. Rechtsklick, Eisenbrocken. Oh, überladen. Aber so kommen wir echt gut voran. Mir überlegen, ob ich noch eine zweite Schmiede dann da jetzt setze, weil wenn wir jetzt so eine große Produktionsmenge haben, könnte sich das lohnen, aber es ist wahrscheinlich auch nur temporär gerade, dass wir so viel produzieren. Ist die Kiste gleich voll? Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Oh, ich liebe es. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geil. Zack, zack, zack. Frage, ob wir einfach gleich, ob wir direkt drei aufbauen. Weil mal ganz ehrlich, was soll der Geiz, oder? Einen werden wir jetzt noch zusammen aufbauen, den zweiten mache ich einfach zwischen den Folgen fertig oder so, weil wir haben ja alles da. Was soll der Geiz? Gut. Machen wir. Die Bretter hier rein. Wie ich es gerade betont hatte, was soll der Geiz? Mike, hast du nichts zu tun? Kein Problem. Bretter alle drin. Nice. So. Fünf Mineralextrahierer. Alter, wir werden im Luxus leben hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nächste volle Ladung bitte. 6, 7, 8, 9, 10. Geil. Für die anderen brauche ich natürlich jetzt auch noch Nägel. Das kriegen wir wohl hin. Ich habe ja hier... 10, 20... Ich habe hier noch 20 weitere. Ich wollte das Stahlregal noch voll machen. Tut das Not? Wir können ja mal ein paar Erze sortieren. Ah, hier sind noch Eisenbrocken. Cool. Mal nach Zeit. Wir haben definitiv genug. Ich krieg das nächste Stahlregal jetzt schon voll. Sind ja allein hier schon mal wieder 10 weitere Stahl. Ich merke aber gerade, unser Kobalt ist nicht wirklich existent. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber, boah, gut. Ist dann so.
Ich könnte ein paar Alubarren nach oben bringen. Aber die hier fertig sind. Wir haben auch unsere Windräder quasi noch nicht fertig. So. Nächster. Fertig. Ist das gut? Hä? Oh. Hier ist noch ein bisschen Treibstoff drin. An. So. Da kommen nur noch drei weitere dazu. Die nächsten 10 Barren bitte. Mit den anderen könnte ich jetzt Nägel fertig machen. Lass uns mal kurz Nägel fertig machen. Dann machen wir aus 4 Stück Nägel. Brauchen wir. So, da ist alles drin. Da ist aber alles drin. Gut. Das heißt, wir brauchen irgendwie nur noch 16 plus 36, 52 Eisenbarren. Kein Problem. Ich habe ja schon nachgefüllt. Geil. 10, 42 nur noch. Wow. Nach der nächsten Runde nur noch 32. Und ich habe hier noch. Boah. Gib mir mal. Ich glaube, das könnten wir uns jetzt schon leisten. Bauen wir die doch nochmal kurz alle zusammen auf? Ich meine, warum nicht, ne? Dann machen wir mal ein Windrad. Einmal habe ich schon angefangen. Hey, ein Windrad. Machst du schon Strom? Hm. Macht das noch Strom? 12 Strom tatsächlich schon. Oh. Gar nicht schlecht. Für das langsame Drehen, das ist geil. Und der nächste geht in Betrieb. Ich fass es nicht. Fertig. Das nenne ich mal ein Upgrade. Halt nur sein, dass wenn ich jetzt so viele gleichzeitig am Laufen habe, dass ich dann doch nicht mehr hinkomme mit dem ganzen Treibstoff. So, ich habe Wasserprobleme. Kein Problem. Trinken wir was? Hab genug da. Ich hab auch genug. Ah, Essen ist schon weggegangen, ne? Ich glaube, wir haben hier ein kleines Kürbisparadies. Ein Kürbis. Zwei Kürbis. Wow. Drei Kürbis. Mais. Luxus. Mach noch mehr Mais.
wir werden, glaube ich, den nächsten auch noch fertig machen. Also wir werden nicht alle fertig kriegen jetzt hier. Ich glaube, das wird zu eng. Aber grundsätzlich läuft das so hervorragend. Kommt her. Komm, hab ja nichts zu tun, ne? 1, 2, 3. Ich baller die jetzt schon einmal raus für eine Ladung. Kriegen wir ja gut wieder rangeschafft. So ist gerade das Gefühl. Oh. Gut, den habe ich jetzt in den anderen reingepackt. Egal. So, wie viele Eisenbrocken hast du schon wieder? 16. Oi, oi. Unglaublich. Okay, jetzt bin ich überlegen, ob das jetzt so schlau war, das zu machen mit den Eisenerzen, aber. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir viel Stahl brauchen. Lassen. Gut. Die Ladung machen wir noch zusammen. Jetzt fertig. Ganz wichtig. Und dann machen wir beim nächsten Mal natürlich auch hier zu Hause weiter. Werden aber nebenbei ein bisschen bauen. Vielleicht am Obergeschoss schaffen, die Decke hinzukriegen. Vielleicht nochmal eine Treppe aufs Dach hoch. Irgendwie so in der Richtung hoffe ich mal, dass wir uns das nächste Mal orientieren. Nebenbei läuft dann unsere Mühle natürlich hier unten weiter, was uns natürlich dann wieder noch mehr Eisen beschert. Jetzt gerade ist einfach nur die pure Gier bei mir. Nach mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum sind's? Oh. Bisschen Glas. Dich kann ich fertig machen. Geil. Vielleicht 5 im Betrieb. Ist ja nur ein bisschen übertrieben. Ja, wird. Eigentlich können wir auch einen einfach hier draußen stehen lassen. Der macht uns ja. Der produziert uns ja quasi Eisen. Ich will die anders setzen. Es tut mir leid. Bist du in der Höhle? Du bist in der Höhle doch, genau. Damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Wie entspannt Mike hier einfach durch die Höhle läuft. War das hier nicht auch eine gute Quelle für Eisenerz? Gab's doch ganz gutes Nebenprodukt, oder? Zack, war schon eins bei. Natürlich ist jetzt hier gerade schon wieder ein Bleierz dabei verschüttet gegangen, aber egal. Wieder eins weg. Gut, das ist ein bisschen doof, wenn das so am Wasser ist. Aber egal. Bisschen Lehm, bisschen Blei. Speziell was das Thema Blei angeht. Ich glaube, da fahren wir mit am besten, wenn wir. Oh. Muss ich sie alle wieder anmachen? Ah, ich muss sie alle wieder anmachen. Oh. Dass ich drüber. Nachgedacht habe. Gut, gut. Ups. Oh. Jetzt habe ich schon wieder Sand rausgeholt.
Aber auch schon die nächste Ladung Eisen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr genervt mit meinem. Ich kann absolut nicht aufhören. Und freue mich aufs nächste Mal. Wenn es gefallen hat, gern eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns. Ciao.